Diesen Mix aus Overnight Oats und Beka Müsli müsst ihr probieren. Komplexe Kohlenhydrate und gutes Eiweiß. Wir starten mit 50 Gramm Haferflocken. Jo. Perfekt, fängt schon gut an hier. Rein in unser Glas. Einmal ist die Waage an. 100 Milliliter Wasser. Verrühren. Wer möchte, kann jetzt noch einen Scoop Chunky reingeben. Oder ihr lasst das Ganze Natur. Für 2 Minuten in die Mikrowelle. Kurz im Kühlschrank abkühlen. Jetzt brauchen wir einen halben Apfel und 30 Gramm Trauben. Den Apfel schälen und in kleine Würfel schneiden. Das gleiche jetzt mit den Trauben. Also nicht die Trauben schälen, das wäre dumm. Äpfel und Trauben dann erstmal zur Seite. Dann brauchen wir 250 Gramm Quark. Und mit etwas Wasser glatt rühren. Dann die geschnittenen Früchte in den Quark. Dazu kommen noch 10 Gramm Rosinen. So. Untergeben. Das Ganze kommt jetzt auf unsere Haferflocken. Das Ganze toppt ihr jetzt noch mit den Toppings eurer Wahl. Dann Deckel drauf und ab in den Kühlschrank.